Über die Gebäudehülle kann viel Wärme verloren gehen. Undichte Stellen und Wärmebrücken lassen nicht nur die Energiekosten steigen, sondern können auch zu Schäden am Haus führen. Thermografen wie Michael Otto von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck können mit einer speziellen Kamera Schwachstellen aufspüren. Zunächst werden individuelle Einstellungen für die aktuelle Messung an der Kamera vorgenommen. Auch das Wetter muss mitspielen, wenn es kalt ist, nicht regnet, kein Nebel herrscht und möglichst windstill ist, ist das ideal. Wenn ich also jetzt hier diese Hauswand als Beispiel nehme, messen wir also keine Oberflächentemperatur. Diese Hauswand hat aufgrund ihrer Konstruktion und der Witterungsbedingungen, die wir aktuell hier vor Ort haben, eine bestimmte Oberflächentemperatur. Und aufgrund dieser Temperatur gibt diese Wand eine bestimmte Strahlungswärme ab. Die ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, das ist im Infrarotbereich. Das können wir aber mit der Infrarotkamera für den Menschen bildlich darstellen. Und die Intensität der Strahlungswärme variiert halt mit der Oberflächenwärme der Hauswand. Typische Schwachstellen an Häusern sind beispielsweise Fensterleibungen, Heizkörpernischen und Sockelbereiche an Gebäudeecken. Der Thermograf kann auf dem Display der Spezialkamera einzelne Messpunkte markieren, beispielsweise am Fenster. Dann werden punktuell gemessene Temperaturen angezeigt. Die Messergebnisse interpretieren kann nur der Fachmann. Eine Thermografie mit Außenaufnahmen des Gebäudes dient einem ersten Überblick. Für verbindliche Aussagen zu Wärmeverlusten sind neben Außenaufnahmen auch Aufnahmen im Gebäudeinneren erforderlich. Auch bei Schimmelbefall kann die Thermografie ein Hilfsmittel sein, um kühlen Oberflächen auf die Spur zu kommen. Für Hausbesitzer haben die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck spezielle Thermocheck-Förderprogramme aufgelegt. Mit der Thermografie bzw. Thermografieaufnahmen haben wir also die Möglichkeit, thermische Auffälligkeiten an Gebäudefassaden kenntlich zu machen. Thermische Auffälligkeiten können zum Beispiel sein Wärmebrücken. Und ja, so Thermogramme für Gebäude sind einfach für den Eigentümer, den Hauseigentümer eine Hilfestellung, um einfach darzustellen, wo hat er Wärmeverluste am Gebäude und ja, wo kann er ansetzen, dann die Sanierungsmaßnahmen am Gebäude zur energetischen Sanierung umzusetzen. Das Prinzip der Thermografie kann gut erklärt werden, wenn per Spezialkamera Menschen vor Fensterflächen aufgenommen werden. Dann ist deutlich zu sehen, wie die Körperwärme durch das Glas reflektiert wird. Infrarotstrahlung ist für das menschliche Auge nicht sichtbar.